Wie lange dauert es denn eigentlich, bis unsere Immobilie verkauft ist, wenn wir sie als Makler mit dem Verkauf beauftragen? Das ist das Thema unseres heutigen Videos. Viel Spaß beim Ansehen. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Expertenkanal von Hoch3 Immobilien aus Ingelheim. Mein Name ist Felix Hoffmann, ich bin der Inhaber dieses Maklerunternehmens mit einem Sitz in der Salzstraße 6 in Bingen und einem in der Bahnhofstraße 22 in Ingelheim. Und als Ihre Experten für den Verkauf von Wohnimmobilien haben wir es uns auf diesem Kanal zur Aufgabe gemacht, alle möglichen Themen rund um den Kauf und Verkauf von Häusern und Wohnungen für Sie in kurzen und einfach verständlichen Videos zu erklären. Falls das Ganze für Sie interessant sein sollte, abonnieren Sie unseren Kanal, verpassen Sie keine neuen Videos mehr. Und jetzt geht es los mit unserem heutigen Thema, das da lautet: Wie lange dauert denn eigentlich der Verkauf unseres Hauses? Das ist nämlich eine Frage, die uns immer wieder von Kunden gestellt wird, wenn wir zu einer Immobilienbewertung eingeladen werden. Das bedeutet, Kunden möchten einmal den Wert ihres Hauses in Ingelheim, Bingen, Mainz oder Umgebung erfahren. Und wenn die Kunden dann wirklich auch die Absicht haben, die Immobilie zu verkaufen, ist natürlich eine logische Frage, wie lange das Ganze denn dauert. Und jetzt geht es nicht darum, wie lange es dauert, bis das Geld auf dem Konto des Auftraggebers, also des Verkäufers ist, sondern einfach mal der gesamte Prozess von Auftragserteilung bis zum Notartermin. Weil nach dem Notartermin ist das Thema Verkauf ja erstmal erledigt. Ab dann dauert es noch ca. 6 bis 8 Wochen, bis die Verkäufer mit dem Geld auf ihrem Konto rechnen können. Aber wie lange dauert denn eigentlich die Vermarktung davor? Das ist natürlich auch immer abhängig vom Preis. Also wenn wir eingeladen werden, um eine Immobilienbewertung zu erstellen und wir präsentieren diese dann, Kunden sind einverstanden mit unserem empfohlenen Verkaufspreis, dann können wir davon ausgehen, dass der Verkauf innerhalb von 8 bis 12 Wochen vollzogen ist. Das heißt, ab Auftragserteilung bis zum Notartermin vergehen 8 bis 12 Wochen. Wie gesagt, abhängig vom Preis. Wenn natürlich Kunden eine andere Preisvorstellung haben und wir sagen, ja, das kann funktionieren, das können wir versuchen, dann kann es natürlich auch mal ein bisschen länger dauern, aber in der Regel hören doch die Kunden auf unsere Expertise. Dafür werden wir ja zur Bewertung eingeladen und dann dauert es 8 bis 12 Wochen. Und was genau passiert in diesen 8 bis 12 Wochen? Also folgendermaßen: Sie unterschreiben den Makler-Alleinauftrag. Mit diesem Auftrag haben wir die Vollmacht, alle Unterlagen zum Haus bei den entsprechenden Behörden und Ämtern einzuholen. Und das ist auch der erste Schritt, den wir machen. Das bedeutet, wir schreiben das Grundbuchamt an für einen Grundbuchauszug. Wir schreiben das Bauamt an für alle Bauunterlagen zum Haus. Wir schreiben das Katasteramt an, dass wir einen amtlichen Lageplan bekommen und kümmern uns um die Erstellung eines Energieausweises, falls noch keiner vorhanden ist. Und dann natürlich der nächste Schritt, die Immobilienaufnahme. Was passiert bei der Aufnahme? Wir kommen vorbei mit unserer professionellen Immobilienfotografin, nehmen das Haus einmal von oben bis unten, außen, innen, komplett auf. Das bedeutet, Fotos werden erstellt und wir erstellen zusätzlich noch den hochauflösenden 3D-Rundgang. Dieser Termin dauert ungefähr 2 bis 3 Stunden und natürlich wird bei diesem Termin auch von unserem Videografen das Video zu Ihrer Immobilie erstellt. Natürlich nehmen wir auch Rücksicht auf diskrete Vermarktung. Bedeutet, wenn Sie möchten, dass Ihr Haus ganz diskret und unter dem Radar vermittelt wird, dann kümmern wir uns natürlich auch darum. Das ist gar kein Problem, denn wenn die Bilder, der Rundgang, das Video alles fertig ist, erstellen wir das Exposé. Und das Exposé wird erstmal an unsere vorgemerkten Kunden verschickt. Das heißt, wir haben eine gut gefüllte Interessentenkartei mit Menschen und Familien, die auf der Suche nach einem Haus zum Kauf in Ingelheim und Umgebung sind. Und diese Menschen bekommen das Exposé von uns zuallererst zugeschickt. In der Regel ist es so, dass wir Immobilien auch direkt innerhalb unserer Suchkartei vermitteln. Das bedeutet, wenn es ein Haus in Ingelheim ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich zu 99% gegeben, dass wir den Kunde dafür direkt schon in unserer Kartei haben und einer dieser Kunden ihre Immobilie auch gerne kaufen möchte. Das bedeutet, die Immobilien erscheinen in der Regel nicht auf den großen Immobilienportalen im Internet, sondern werden direkt und auf Wunsch auch diskret innerhalb unserer Kartei vermittelt. Dann finden die ersten Besichtigungstermine statt, dann finden die zweiten Besichtigungstermine statt mit den Interessenten, die nach der ersten Besichtigung gesagt haben, oh ja, sehr interessant, wir möchten das Angebot gerne weiter verfolgen,
und eigentlich wird nach dem zweiten Besichtigungstermin auch schon entschieden, an wen die Immobilie verkauft wird. Das Ganze natürlich in Absprache mit Ihnen als Verkäufer. Und haben wir dann einen Kunden ausgewählt, vereinbaren wir die Reservierung mit dem Kunden und schicken im Anschluss daran alle Unterlagen für die Erstellung des notariellen Kaufvertrages zum Notar. Und sobald der Kaufvertragsentwurf da ist, bekommen Sie als Verkäufer den zugeschickt und natürlich auch der Käufer. Wir setzen uns mit beiden Parteien, sowohl mit Käufer als auch Verkäufer, nochmal einzeln zusammen, gehen den Vertrag in aller Ruhe durch, sodass wirklich beim Notartermin alles klar ist, weil das Notardeutsch ist natürlich ein anderes als das, was wir so im Alltag sprechen. Und die Formulierungen sind unter anderem etwas komplizierter und wir möchten, dass unsere Kunden verstehen, was sie da später unterschreiben. Es geht um sehr viel Geld und dementsprechend sollte man auch wirklich 100% sicher sein. Und dann findet der Notartermin statt. Das bedeutet, all das passiert in diesen 8 bis 12 Wochen. Das ist so unser Referenzwert, innerhalb dem wir Immobilien verkaufen. Denn es kommt natürlich auch vor, dass wir Immobilien verkaufen, die von den Verkäufern noch selbst bewohnt sind und die möchten natürlich wissen, wie lange ist denn eigentlich so der Zeitrahmen oder beziehungsweise was für ein Zeitrahmen ist da, in dem sie sich um Umzug und so weiter kümmern können. So, das war es eigentlich auch schon mit unserem heutigen Video. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einmal relativ simpel und einfach erklären, wie lange die Vermarktung von Auftragserteilung bis Notartermin dauert. Falls Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie uns gerne ein Like, einen Daumen nach oben, da würden wir uns sehr drüber freuen. Falls Sie aktuell Freunde und Bekannte haben, für die das Thema interessant sein könnte, dann teilen Sie das Video gerne mit diesen. Und falls Sie einfach mal wissen möchten, was Ihr Haus oder Ihre Wohnung in Ingelheim, Bingen, Mainz oder Umgebung wert ist, dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie rufen uns an unter 06132 714 9383 oder Sie besuchen uns persönlich in einem unserer Ladengeschäfte in der Salzstraße 6 in Bingen oder in der Bahnhofstraße 22 in Ingelheim. Und dann stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne für ein unverbindliches Beratungsgespräch und eine kostenlose Immobilienbewertung zur Verfügung. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Ansehen unseres heutigen Videos. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Ihr Felix Hoffmann.